Das Frühstück fiel schon aus. Aufgrund der Schlüsselsuche fällt nun auch noch das Mittagessen ins Wasser. Dafür gibt es eine Seerundfahrt in Muchas Büro. Sehr lustig. Wie viel Liter Sprit braucht denn der? Jetzt möchte ich mal überleben, Herr Lugner, und keinen Schwimmer umbringen. Lassen Sie mich kurz fahren, bitte. Da sind so viele Schwimmer. Ja, ich will. Man möchte meinen, die Welt am See sei nur für einen Augenblick in Ordnung. Doch eine ist nie ganz zufrieden. Schau, die schöne weiße Gischt da hinten. Da. Sie ist wieder am Boot gesessen, hat wieder den schönsten Platz gehabt, den ich gerne gehabt hätte. Ich habe keinen Wind gehabt, weil ich habe mich aufstehen dürfen. Der Herr Mucher hat mich vorne hingesetzt, was der beste Platz war, nur war kein Wind. Ich war eingeschlossen. Und die Sonne ist wieder im Wind gesessen. Sie hat es wieder schöner gehabt. Sie hat es immer schöner. Gemein. Wo doch jeder weiß, dass Dani vor lauter Herumwetzen nicht lange sitzen kann. Schaut's, was jetzt wieder passiert ist. Einmal setzt sich die Dani aufs Boot und schon hängt ihr der Arsch aus. Sie hat die ganze Hose zerrissen. Zeig her noch einmal. Schau, wie die ausschaut. Links und rechts, merkt ihr das nicht? Das war scheiße. Ich muss heim, so kann ich nicht gehen. Der Tag für mich war ein Horror. Erst einmal habe ich da 4 Stunden im Zimmer gewarten müssen. Und dann reißt die Hose natürlich auf. Ja, dann habe ich ein Loch hinten und so weiter. Aber da muss man durch und ich habe das überstanden und ich werde es weiterhin überstehen, hoffentlich. Den Abend des Horrortags am Wörthersee lässt Lugner mit seiner Entourage gebührlich im Yachtclub ausklingen. Für die meisten war es anstrengend, für Mörtel nur ein hübsches Wochenende am See. Dankeschön. 2 Milliardäre haben wir für dich. Sonja, schön, dass wir uns kennengelernt haben, hat mich gefreut. Wir waren bei 2 tollen Männern, die alle beide ordentlich viel Geld haben und das ist, glaube ich, nett, wenn man Damen sowas bieten kann, was ich ihnen nicht bieten kann. Ein Wochenende mit dem Richard Lugner ist Schwerstarbeit. Da ist im Bergwerk arbeiten leichter. Es ist brutalst. Doch die Party soll schon 2 Tage später weitergehen, und zwar in der Villa des Baumeisters in Wien. Hier lädt Mörtel Freunde und seine Reisegesellschaft zum Planschen ins Pool. Das Motto der Feierlichkeit ist zünftig und so tauchen die üblichen Verdächtigen natürlich im Dirndl auf. Eine Schürze tut man nie hinten binden, so? Vorne den Vorsang, rechts. Alles muss ich alleine machen. Und alles. Was geben ist keines rechts. Da, was denn? Und dann, hör zu, wenn du Single bist und willst ihn kennenlernen, ach, so wie ich, dann ist die Masche links. Das soll ich gerne. Ich nachdem links du verheiratet bist, muss die Masche rechts. Und was ist in der Mitte? Danke, ich schmieße. Was ist in der Mitte? Nein, in der Mitte ist zum Schnackseln. Und dann geht es Schlag auf Schlag. Erst kommen die Twerking Girls, popo-wackelnde Bekanntschaften, die Mörtel vor wenigen Wochen machte, dann Feitschalle und zum Schluss Mr. Rari. Doch wer sitzt da bei ihm im Auto? Lugners Ex Andrea vom Badesee? Sag, seit wann bist du am Badesee zu Hause erst? Erst, Heribert, du tust in meinem Revier wildern. Nein. Schauen Sie, der Heribert ist Junggeselle. Kann natürlich zuschlagen, das ist alles möglich. Die Andrea ist ja nicht in meinem Besitz und ich bin nicht in ihrem Besitz. Sie akzeptiert, dass ich mit anderen unterwegs bin und ich akzeptiere, dass sie mit wem anderen unterwegs ist. Die ganze Chose ist aber auch als kleine Abschiedsfeier gedacht, denn Lugner, seine 3 Damen sowie Ex-Freundin Katzi und ihr Kater werden noch in dieser Nacht zu einem Kurzurlaub nach Venedig aufbrechen. Darf ich mal anstoßen auf alle Gäste? Was lebt man hoch? Die Venedigreise lebt hoch. Auf Frieden und ab und hin. Während Richard schon gezählte 15 Mal in Venedig war, so sind andere aus der Reisegruppe noch nie dort gewesen. Bambi darf nämlich diesmal auch mit. Ich weiß, das ist, sind sehr viele Touristen. Sehr gut, also ein beliebtes Urlaubsziel. Ja, dann Gondeln, ganz viele Gondeln. Ja, das verstehe ich noch nicht so ganz genau. Wieso? Muss ich noch schauen, wieso es da Gondeln gibt. Aber sonst. Ja, vielleicht wegen des Wassers? Da gibt es doch viel Wasser in der Stadt. Aber von wo kommt das Wasser? Schau mal, schau mal, geh.
Aber über Venedig reden wir demnächst noch genug. Und der Zug dorthin fährt erst um 9. Bleibt also Zeit, den Moment zu genießen und sich noch ein paar Wackelärsche zu geben. Vorhang auf für die Twerking Girls, die den Baumeister recht wenig zu interessieren scheinen. Obwohl, jetzt, wo er in freudiger Erwartung ist, auf Venedig natürlich. Doch, ich freue mich schon sehr, aber ich meine, der Uli freut sich auch bestimmt, weil da bin ich nicht die Einzige, der mir ärgern darf und kann. Jetzt hat er genügend Frauen um sich herum. Und er war schon ganz aufgeregt, die Bambi wiederzusehen, hat mit der fleißig ein SMS geschrieben. Na, dann steht doch dem Summerfun am Lido-Strand nichts mehr im Weg. Voller Vorfreude kommt die illustre Runde am Wiener Hauptbahnhof an, um den Nachtzug nach Venedig zu besteigen. Die Lugner-Partie wird schon erwartet. Aha, Sie gehören zur ÖBB. Schön, dass Sie den ÖBB heute voller fahren. Ja, ja, was heißt schön? Die Tickets werden dem Baumeister vor Ort übergeben. Darf ich mal Ihr Ticket geben für Sie? Ja. Dann haben wir die Damen, die mitfahren. Ja, wir sind das, wir drei. Eins, genau, eins, zwei, drei Damen. Jawohl. Und dann haben wir noch Katzi. Katzi, ja. Das ist er. Genau, dann darf ich auch das Ticket fürs Katzi noch weitergeben, bitte. Genau. Nachdem die Tickets vergeben sind, setzt sich der Tross in Bewegung in Richtung Gleiskörper. Und hier erklärt Lugner noch irgendwas von schwedischen Schrankwänden. Immer zwei Bugs. Ihr seid Abteil 3, zwei Bugs und Abteil 4, zwei Bugs. Du bist 4. Das weiß ich nicht. Na, du bist 4. Verstehe ich nicht. Ich habe die zwei Tickets bekommen. Ja, ja, schon weiß ihr zwei Abteil habt zu zwei. Warum zwei? Zwei? Wir sind zu dritt in einem Abteil. Na ja, aber das sind, ihr habt zwei Abteil. Der Zug fährt ein und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Alle an Bord. Lugner zählt durch. Oh, fehlt da noch jemand? Gehen wir. Ich muss auf 4, 3, 5. Trennwand offen. Und da sind die. Entschuldigung. Jetzt geht's. Guten Nachtkuss. Oh, darf ich? Komm dazu. Nein. Du bist auch gute Nachtkuss. Ja. Und der Koffer, wo bleibt der? Wäre doch schön, wenn noch mehr bekannte Gesichter die Truppe ein wenig aufmischen. Und drum hat Mörtel heimlich seine Ex eingeladen. Selbst ist die Frau und du bist auch stark. Okay, also ich pack hier an und du gibst von unten. 1, 2, 3. Warte. Okay, warte. Muss hier drauf? Nein, machen wir den nicht, der ist schwer. Du, da ist doch ein Bett. Nein, lass da unten. Nehmen wir den Kleinen von dir auf. Ich hab so Dusche drinnen, oder was? Ja, gib den Kleinen, den hilfst du mir? Noch ahnt niemand, dass Spatzi alias Katie Lugner Teil der Reisegruppe sein wird, quasi in der Höhle der Möwen. Mein herzensallerliebster Ex-Mann Richard hat mich hier eingeladen und ich bin eigentlich wahnsinnig aufgeregt und sehr gespannt, wie die alle auf mich reagieren werden. Die wissen ja noch nichts von meinem Überraschungsbesuch quasi. Deswegen, ja, mal gucken, was die alle sagen werden. Die Türe schließt sich hinter Katie. Während die ahnungslose Lugner-Bande Champagner schlürft, wird ihnen der edle Tropfen vielleicht bald im Hals stecken bleiben. Also Prost auf eine schöne Venedig-Reise. Spatzi genießt sichtlich den Catwalk in Richtung Lugner Loge, ähnlich wie am Opernball, nur größer. Grüß Gott, hallo, ihr Lieben. Überraschung, Herr. Überraschung. Danke für die Einladung, Richard. Na? Ach so, ich bin auf dich eingeladen. Nee, du hast mir E-Mail geschrieben. Ach so, ich weiß aber nichts davon. Ja, ja, du Fuchs. Ja, Prost, Mädels. Alles gut? Muss ich zu Ihnen rübersetzen, wir sind da drüben voll. Na ja, eine Überraschung, wie die Chinesen sagen würden. Ich habe sie nur so von der Seite gesehen, aber wer ist das jetzt? Ah, von den Lippen her, das könnte die Katie sein. Man hat schon gemerkt, als ich so ums Eck kam, dann ist den Mädels schon die Farbe aus dem Gesicht gefallen, ja? Ich habe sie zuerst gar nicht erkannt, weil sie hat nämlich dann in die, wir sind ja quasi in zwei Abteilungen gesessen und sie hat nur kurz Hallo gesagt und hat dann in die andere Abteilung geschaut. Ich habe gar nicht gewusst, dass momentan wer das war. Ich glaube, sie ist ein bisschen runder im Gesicht geworden. Soweit ich mich erinnern kann, war sie bei mir im Gesicht verhungert. Richard, wir haben nicht gewusst, dass wir nach Venedig fahren sollen, um Trauzeuge zu sein, weil sie wieder heiratet.
Und euch versöhnt es doch auch. In Venedig, die Hochzeitsreise. Sie ist froh, dass sie von mir geschieden ist. Sie ist nicht nur froh, sondern auch immens vermögend geworden, wie Dani Kennedy neidvoll bemerkt. Ich bin frei, mir geht's gut, ich bin gesund. Ich habe einen super Job, ein tolles Kind. Und gutes Geld hast du bekommen, das ist super, du bist gescheit, Mädel. Tja, es kann ja nicht nur Dumme geben. Ne? Irgendein Klug muss ja auch geben. Beispiel, Dani. Da kann man was lernen von dir. Vielleicht, ja. Eine Million abgenommen. Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Ja, genau. Ich war mal unter die 100 reichsten Österreicher, aber das ist Vergangenheit seit der Scheidung. Katie Lugner hat dem lieben Richard nicht nur viele Euro genommen, sondern auch sein komplettes Telefonbuch, im Speziellen Simonas Nummer. Da darfst du aber nicht vergessen, Richard, ich glaube, das versteht dann jede Frau, wenn du mit jemandem in einer Beziehung bist oder verheiratet, dann muss man sich auch anständig verhalten. Und dann hat man auch keine Nummern von anderen im Handy. Komisches Gefühl war es dann schon irgendwie, weil sie dann irgendwie so gemeint hat, irgendwie von wegen, sie wäre sauer auf mich. Oder Richard meinte, sie wäre sauer auf mich, weil irgendwie meine Nummer in seinem Handy war, wo die verheiratet waren. Ja, die mögen sich nicht. Ja. Die Simona hat gesagt, die Katie hätte gemeint, die Simona hat die Ehe gestört. Das ist ein Blödsinn. Ich meine, man darf ja, wenn man verheiratet, auch Frauennummern im Handy haben. Ich war in langer Beziehung. Wir haben uns, wenn dann mal ganz normal gehört, wie es einander geht und nicht mehr. Somit weiß ich nicht, aber sie muss halt anscheinend angeblich meine Nummer dann gelöscht haben und ein Theater gemacht haben. Das waren über 100. Das waren alle Frauen, ob die von Firmen waren, die in der Lugner City. Sie ist der Meinung, ein Lugner hat nur mit Männern zu telefonieren. Mich mag hier niemand. Aber das ist auch in Ordnung. Also ich bin hier auch nicht, um irgendwelche Freunde zu finden. Und ob die sich die Haare rausreißen oder nicht, das wird so oder so passieren, ob ich da bin oder nicht. Deswegen ist mir das auch egal. Noch sind alle relativ geschmeidig zueinander. Liegt vielleicht am langen Tag. Nur für Dani gibt es noch eine besondere Überraschung. Quasi eine WG. Oh, ein Schock. Jetzt hast du mich bei manchmal. Dir im Zimmer. Bei mir? Schaffst du? Nein, ich hab's jetzt zwei so, und zwei, ja. Oh, ja, ja, ich speise nicht, ich spucke nicht, hoffentlich. Ich habe mir gedacht, ich habe allein ein Zimmer und jetzt ist auf einmal die Kette aufgetaucht. Ja, und die trinkt halt ziemlich viel Champagner und so. Ja, und jetzt muss ich mit ihr im Zimmer schlafen. Auf geht's, ab ins Bett. Er hat eine Lust, wenn mein Zipfel im Dreh. Richard, das ist ja zu eng. Da kriegst du Kopfweh, das ist zu eng. Das stört dich. Schaut nicht gut aus, Richard. Das ist immer gut. Also, ihr Lieben, schlaf gut. Tschüss, gute Nacht, das macht früh. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Wo hast du den Schlüssel? Gute Nacht, aber. Gute Nacht, und die rutscht schon wieder zu dir. Hab ihn schon. Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen. Gut dann. Gute Nacht, Österreich. Lalelu, vor dem Bettchen steht.